Die Leute waren verwildert. Haare schneiden, dann alle, die Farben hatten, hatten den Nachwuchs 4 bis 5 Zentimeter. Also große Behandlungen eigentlich. Weniges sind Leute gekommen, können Spitzel schneiden, weil das kann die Freundin auch machen. Also wirkliche Friseurdienstleistungen wurden gefragt, Gott sei Dank. Für knapp 7 Wochen hatten die Friseursalons geschlossen. Besonders Kleinstunternehmer leiden unter den Ausgangssperren und nicht alle Dienstleister haben die Krise überstanden. Naja, die 6,5 Wochen ist mir genauso schlecht gegangen wie allen Menschen auf unserem Planeten. Und das tröstet einem natürlich. Also wenn man die Fernsehberichte anschaut und wenn man alles beobachtet, dann fühlt man sich ja nicht alleine. Es hat ja die gesamte Menschheit getroffen. Es war natürlich utopisch mit anzusehen, wenn ich über die Kärntner Straße als einziger Mensch gegangen bin, wenn ich über den Graben gegangen bin als einziger Mensch. Es war wie ein schlechter Film. Und das hat natürlich viel zum Denken angeregt. Unter anderem hat der Friseurweltmeister die Zeit genutzt, um sich auf die positiven Dinge zu konzentrieren. Und eine neue und innovative Idee ist geboren. Was machen wir Friseure mit den Bändern hier? Das stört uns unheimlich. Und da ist mir eingefallen, etwas Cleveres, aus einem Stück Küchenrolle so etwas zu basteln, was man ganz einfach so absetzt und hier anklebt. Dann haben wir die Ohren frei und wenn die Kunde fertig ist, das kann dann Farbe drauf sein und alles ist nicht angeklebt natürlich, dann muss man diese Klebebänder dann hier befreien. Ja, das geht schwer runter. So, ja, so, hier und hier, das ist ein Doppelklebeband. Und dann geht das ganz spielend leicht, so. Und wir können arbeiten, wir haben die Ohren frei, wir können Haare schneiden, wir können färben. Also das war mir eigentlich diese 6,5 Wochen mehr ein Spaß, diese Erfindung. Und jetzt, wo wir das Geschäft aufgesperrt haben, sehe ich, dieser Spaß wird ganz als Spaß betrachtet. Jeder braucht das, niemand kann ohne dem arbeiten. Eine grandiose Konstruktion. Einfallsreiche Ideen wie diese wurden in der Corona-Zeit wohl von so einigen Unternehmern geboren, um das Geschäft bestmöglich wieder ins Laufen zu bringen. Der Druck nach vorwärts ist wieder da, Gott sei Dank. Und wir müssen auch schauen, dass es nach vorwärts geht, weil wir haben doch lange zugehabt und das war eine große finanzielle Belastung für alle Friseure, weil wir konnten nicht kurzarbeiten. Wenn keine Kunden da sind, können wir nicht kurzarbeiten. Wir müssen jetzt nachholen, soweit es geht. Und das trifft sich gut, denn wenn es nach dem Haarprofi geht, sind ja viele nach so langer Zeit ohne Friseur bereits verwildert. Ein Ansturm auf die Salons ist also vorprogrammiert. Schauen Sie, der Andrang ist größer, wie ich die Kunden dran nehme. Mein Salon ist groß genug, dass ich nur jeden zweiten Platz benütze. Also ich halte mich streng daran, weil ich ein Revival von dieser Situation absolut vermeiden will. Also ich möchte nicht, dass es einmal heißt, die Friseure sind schuld an einer Relaunch von dem ganzen Epidemien. Also ich meine, wir haben sehr einen großen Salon und ich kann es mir leisten, nur jeden zweiten Platz zu öffnen. Ich habe auch vermieden, dass Stürme kommen. Es geht nur nach Anmeldung. Es läutet ständig das Telefon und wir teilen das ein langfristig. Also ich möchte nicht da jetzt Laufkundschaften bedienen zwischen anderen Kundschaften. Ich bin sehr bedacht, Hygiene zu halten. Wir sind also wirklich sehr, sehr stolz, dass wir diese Pandemie so weit hingebracht haben. Und ich möchte nicht bei der persönlichen Dienstleistung, und das ist es ja, dass es heißt, die waren schuld. Also ich bin einer, der da lieber weniger Kunden macht. Wir haben auch Personal, noch nicht alle da. Wir fahren langsam hoch und schauen uns einmal die Situation an, wie es weitergeht. Der Übergang vom Winter in den Frühling spielt sich genau in der Quarantänezeit ab. Neue Frisurentrends können deswegen nicht sofort umgesetzt werden. Der Friseurweltmeister war aufgrund der Nachfrage fähig, die gefragtesten Frisuren der letzten Tage und die neuesten Trends besser zu erkennen. Die Nachfrage beim Friseur ist nach wie vor eigentlich schönes Haar zu haben, geschnittenes Haar zu haben und wenn gefärbt, dann schön gefärbt. Die Haare bis zum Gesäß sind nicht mehr modern. Also international sieht man in den Journalen jetzt schon Bobs, also Haare bis zu den Schultern und vielleicht ein bisschen drüber. Also diese ganz, ganz langen Haare sind schon nicht mehr so in. Es gab eine Zeit, da wollte jeder lange Haare haben. Da wurde die Extensions erfunden. Da haben wir den ganzen Tag nur lange Haare
hineingeklebt. Mittlerweile ist es so, dass die Damen schon von Natur aus lange Haare bekommen haben, weil das Haar wächst im Monat ca. 1,3 cm. Und jetzt ist es eigentlich gar nicht lustig, wenn ja jeder die eigenen Haare so lang hat. Also nach einem Extrem kommt das andere. Und es wird auch höchste Zeit, dass wir von den ganz, ganz langen, glatten Haaren ein bisschen wegkommen. Und diese Frisur ist momentan nicht nur bei Frauen, sondern auch bei dem ein oder anderen Mann, vermutlich auch aufgrund der Corona-Krise vorhanden. Also schnell einen Termin ausmachen, denn derzeit dauert es aufgrund des Ansturms doch etwas länger, bis Sie beim Friseur Ihres Vertrauens wieder Platz nehmen können.